Willkommen auf meinem Kanal Streampunk. Liebe Leute, ja, schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich widme mich heute natürlich wieder demselben Wahnwitz, demselben Irrsinn wie in fast jedem Video. Unserer Politik, unseren Versagern und natürlich auch Wladimir Putin zum Beispiel kommt heute auch vor. Ja, und ihr kennt ja meine Videos, ich habe immer kritische Themen. Wir zeigen immer mit dem Finger auf Versager. Mit dem Finger auf unser Regierungssystem, auf unsere Verwaltungselite. Ja, wie sie versagt am laufenden Band, und zwar von morgens bis abends. Ja. Und es ist schwer, das zu ertragen. Aber am Ende ist das alles auch eine Art, wie soll ich sagen, Inspiration. Mir geht's nämlich genauso im Grunde. Ich sitze also hier morgens, chill in die Nachrichten rein, schöne Tasse Kaffee dabei, herrlich, morgens gerade nach dem Aufstehen. Ja, und dann schaue ich mir die Nachrichten an und denke, wärst du mal lieber liegen geblieben? Ja, das ist ja gar nicht mehr zu ertragen seit 27 Monaten. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie haben wir eigentlich vor der Pandemie gelebt? Wie war unsere Politik eigentlich vor der Pandemie? Ja, das macht ja hier etwas mit uns. Das ist ja ein ich habe das ja neulich schon gesagt, viele werden mit so einem posttraumatischen Schocksyndrom aus dieser Zeit hervorgehen. Psychisch. Die psychische Belastung ist groß, wie ich finde. Auch wenn man das jetzt nicht jeden Tag, jede Sekunde, jede Minute spürt. Aber bei mir ist es so, eine Freundin von mir, die betreut in einer Firma über 20 Mitarbeiter, die hat eine kleine leitende Position. Und sagt mir, letzte Woche hat sie zwei Ausfälle. Einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt. Na, sage ich, wie lange machst du denn das schon? Ja, 25 Jahre. Okay, hast du das schon mal erlebt in den letzten 25 Jahren? Nee, habe ich nicht erlebt. Und wir waren schon wesentlich mehr Mitarbeiter in anderen Firmen. Okay. Und dann sitze ich also hier und denke mir so, Mensch, heftig. Ne? Woher kann das kommen? Und ich merke natürlich sofort, dass ich da mit den verschiedensten Gedanken und verschiedensten Inspirationen spiele. Ja, und man kommt natürlich auch in so eine Art Sackgasse, dass man denkt, okay, es muss natürlich nicht unbedingt an den Gründen liegen, die ich jetzt zuerst denke. Es kann tatsächlich natürlich auch daran liegen, der eine ist vielleicht fettleibig und der nächste führt einfach, keine Ahnung, irgendwie einen ungesunden Lebensstil oder hat einfach vielleicht, ja, so eine gewisse Veranlagung vererbt, man weiß es nicht genau, man kann da nicht dahinter schauen, ja. Und das macht es mir im Moment unheimlich schwierig, so ein bisschen die Ruhe zu bewahren, weil überall sieht man den schwarzen Mann. Und ja, ich meine, es ist natürlich auch kein Wunder, was die Medien mit uns gemacht haben. Ihr habt ja das letzte Video auch gesehen, wir nehmen Abschied von der deutschen Musikelite. Ich werde noch mal ein Video machen, vielleicht mache ich auch mal einen Livestream und wir gehen mal auf die Seite ich-habe-mitgemacht.de oder wir-haben-mitgemacht.de. Das weiß ich im Moment jetzt nicht so genau, habe ich mir auch nicht rausgesucht. Aber daher ziehe ich ja einmal die Quellen. Das ist ja eine Seite, die alle sozusagen, ja, alle Denunziationen auf unbehandelte Menschen sammelt, um eben am Ende auch sagen zu können, und du hast mitgemacht, mein Freund. Und du wirst dich verantworten müssen dafür. Egal in welcher Art und Weise. Ja, bei diesen Musikern habe ich jetzt gesagt, wir hören die nicht mehr, eure Kommentare jetzt also überwältigend, wirklich. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so auch tatsächlich in die richtige Richtung gehe mit meinem Video. Vielen Dank auch für das ganze Feedback. Super. Wie gesagt, ich sage immer, schreibt in die Kommentare, Leute, schreibt mir eure Meinung. Das ist schon wichtig, ich will ja auch ein Feedback bekommen von euch. Genau, also was diese Leute anbelangt, und ich werde vielleicht auch mal einen Livestream machen und dann gehen wir da mal rein in dieses Verzeichnis, wir haben mitgemacht oder ich habe mitgemacht. Das ist eine schöne Quelle. Und wie gesagt, einige werden sich juristisch verantworten müssen, andere durch Konsumverzicht, ne? Dadurch, dass wir die Platten zerbrechen oder nicht mehr hören oder was weiß ich was, ja. Also jeder so ein bisschen auf seine Art und Weise. Ja, und unterm Strich ist das natürlich, einer hat neulich geschrieben, Mensch, das habe ich alles schon total vergessen. Man vergisst die schlimmen Dinge so schnell. Da habe ich einen Rückblick gemacht, was auch unser Lauterbach 2021 und 2022 so von sich gegeben hat. So ein kleines Sammelsurium. Und viele haben dann geschrieben, oh mein Gott,
Das hätte ich ja nicht erwartet, dass es wirklich so schlimm gewesen ist. Ich habe das alles schon wieder vergessen. Ja, und mir geht's ähnlich, ne? Ich finde hier so Nachrichten und denke, oh, heftig. Und muss das natürlich nochmal wieder aufkochen. Und im Grunde spiegel ich das an euch weiter. Meine Erfahrung, die ich hier mache und auch meine Emotionen, die ich hier mit diesen Nachrichten habe. Für mich ist es ein Ventil, das jetzt loszuwerden. Aber ich hoffe auch, dass ich den einen oder anderen inspirieren kann zu einem Gedanken. Dass der ein oder andere Zuschauer sagt, okay, da denke ich noch mal einmal etwas näher drüber nach. Oder was für einen Artikel hat der Streampunk hier benutzt? Vielleicht google ich den mal. Ihr wisst ja, aufgrund von Zensurgründen, da muss ich vorsichtig sein, was meinen YouTube-Kanal anbelangt, kann ich tatsächlich nicht die Links hier bringen. Ja, weil morgen können das schon wieder Fehlinformationen sein. Habe ich alles hier schon erlebt. Ich habe einen ganzen kompletten Kanal verloren. YouTube hat mir einen kompletten Kanal gesperrt, weil ich Informationen aus den Medien berichtet habe. Das war ganz am Anfang, da wusste ich noch nicht so richtig Bescheid. Im Moment, glaube ich, haben wir uns hier ganz gut eingespielt, was ich sagen darf und was ich zeigen darf. Aber es ist schon traurig, ne? Denn laut Grundgesetz gibt es eben keine Zensur, weder in Bild, Ton noch in Schrift, hier auf deutschem Boden. Und naja, weiß ich auch nicht. Da müssen wir scheinbar irgendwie so ein bisschen im Moment umherschiffen. Aber wir schaffen das und wir machen das. Und ich finde es auch super, dass ihr immer so zahlreich dabei seid. Meine Bitte nochmal an euch, für den einen oder anderen hört sich's immer ein bisschen wie Gebettel an. Aber es ist eine technische Sache, die wir benötigen. Ich brauche eure Mitwirkung. Versucht, kleine Teile aus meinen Videos herauszuschneiden, wenn es euch gefällt, und versucht es zu verteilen an jeden. Geht auch gerne mal auf meinen Telegram-Kanal, schaut da mal gerne nach, ob ihr Nachrichten findet. Es dreht sich gar nicht so sehr darum, diesen Kanal jetzt hier breit und weit zu machen, sondern diese Social-Media-Räume. Streampunks Neue Welt, dazu der gehört auch mein Odyssey-Kanal und zu denen gehört auch mein Telegram-Kanal und natürlich dieser YouTube-Kanal. Das ist alles Material, wenn ihr dort etwas findet, was ihr gut verwenden könnt. Hier unter dem Video, wenn die Premiere vorbei ist, findet ihr dieses Scheren-Symbol. Damit könnt ihr Ausschnitte aus meinem Video herausschneiden, so einklammern, so ein bisschen, ja. Und dann wird euch ein Link gebildet, den könnt ihr kopieren und dann überall hinschicken. Also nur, ne, der Hintergrund ist, dass die Community sich vergrößert. Ich habe neulich gesagt, natürlich sind auch behandelte Leute hier bei uns willkommen, um Gottes Willen. Es ist ein antifaschistischer Kanal. Hier ist jeder herzlich willkommen. Niemand wird ausgegrenzt. Und ich rede jetzt nicht nur von Menschen anderer Herkunft. Ich rede überhaupt von gesellschaftlichen Gruppen. Ja, ob das Homosexuelle sind, ob das Rentner sind, ob das, keine Ahnung, ja. Ne, also die Zeiten sind ja heute so irre, dass man morgen schon wieder ein neues Feindbild hat. Ja, und deswegen möchte ich an alle appellieren. Das habe ich neulich schon mal gemacht und ganz toll. Großen Dank auch dafür, dass ihr das dann entsprechend geschrieben habt. Plötzlich sehe ich Leute, die meinem Kanal schon länger folgen. Ich bin behandelt, aber ich bin trotzdem auf eurer Seite und, ja. Und das ist auch so ein Problem, ne? Die Leute sagen immer, wie konnte das denn jetzt hier in Deutschland so schlimm kommen, dass die Menschen sich entzweien? Jo, sage ich, das ist ein Prinzip. Wir haben immer zu irgendeiner Familie, zu irgendeinem Clan gehört. In der Höhle, vor, was weiß ich, 50.000 oder 30.000 Jahren. Ja, schreibt mir das gerne, wann, ne, wann wir das erste Mal in einer Höhle gesessen haben. In einer Familie, in einer Gemeinschaft, in einem Clan. Naja, wir kennen doch auch, die Bildung von Dörfern ist doch genau das Gleiche. Das ist genau dieselbe Sache. Dieses Dorf gegen jenes Dorf. Fußball, ne? Hamburger SV gegen St. Pauli, zum Beispiel, ja. Da ist auch die Hölle los, ne? Die hassen sich zum Teil auch bis auf die Knochen. Und das ist so, wir Menschen, wir wollen uns immer irgendwo zu irgendeiner Gruppe, wollen wir immer dazugehören, damit wir nicht alleine sind. Und innerhalb dieser Gruppe suchen wir uns jemanden aus, wo wir denken, er kann gut reden, er kann gut handeln, er lässt sich nichts vormachen, er ist stark. Früher, ne, in der Höhle war es eben derjenige, der vielleicht auch keine Ahnung, der Stärkste war, ja. Der Stärkste, der Jäger, das war dann irgendwann der Häuptling sozusagen. Und mittlerweile ist es leider so, dass wir diese Verantwortung
ganz an Fremde abgegeben haben. Es wird Zeit, dass wir uns die Häuptlinge wieder wählen. Hier vor Ort. Und wenn wir damit nicht den Bürgermeister meinen, weil der halt nicht auf unserer Seite ist, dann rede ich davon im privaten Kreis, oder in der Firma, dass man sich Menschen sucht, mit denen man sich zusammentun kann. Dass man sich Menschen sucht, wo man das Gefühl hat, okay, das, was der sagt, ist gar nicht so blöd. Ich rede mal mit dem. Ja, so dass man, wie soll ich sagen, wir kommen ja so nicht weiter mit diesem alten Bild und dass wir immer erwarten, dass diese alten Zeiten wieder zurückkommen. Das, meine Lieben, das wird nicht funktionieren. Wir werden nicht wieder die alten Freunde haben. Aber ich sag euch was, das ist auch gut so. Ja, wenn ich dieses Wort höre, The Great Reset, dann sehe ich immer mich und meinen Vater bei meinen Eltern vor der Tür sitzen. Da ist die Raucherecke. Da rauchen wir dann mal gemütlich eine Zigarette, wenn wir da mal am Sonntag frühstücken zum Beispiel. Und das machen wir schon seit ganz langer Zeit, seit Ewigkeiten. Und vor der Gesundheitskrise haben wir da auch immer gesessen und gesagt, Mensch, alles ist überzogen. Alle Märkte sind überzogen. Schau dir mal die Werbung an. Es ist alles überzogen. Dann hört man das so, dass die Leute haben Probleme auf der Arbeit. Die Leute sind unglücklich. Die private Verschuldung ist sehr, sehr hoch. Und wir haben immer gesagt, es müsste mal so einen Nullpunkt geben, wo alles mal wieder auf Null gefahren wird. Und dann fangen wir von Null mal wieder an. Und das meinen wir nicht jetzt einem Krieg gleichzusetzen, wie es nach dem Zweiten Weltkrieg war, ne, wo Null tatsächlich auch nicht mal ein Dach über dem Kopf war. Was wir also damit meinen, ist Null ist sozusagen der wirtschaftliche, der Great Reset, kann man schon so sagen. Aber eben nicht so, wie er uns jetzt hier verkauft wird seit 28 Monaten. Aber im Grunde ist es das, was uns hier passiert seit 28 Monaten, der Great Reset, der wirtschaftliche, ja, das wirtschaftliche Runterfahren, ein Stresstest für alle Branchen. Das ist natürlich nicht so witzig, wenn es die kleinen oder die mittelgroßen Familienbetriebe trifft. Wenn es die Konzerne betrifft, und die betrifft es ja leider nicht, weil die haben so eine riesige Kapitaldecke, die betrifft es nicht. Das hier ist ein Krieg gegen den deutschen Mittelstand. Und zwar gegen die, die 90% aller Jobs besorgen in diesem Land. Ja, das sind 90% aller Löhne, 90% aller Einnahmen, aller Steuern, aller Sozialausgaben. Pipapo, ein riesiges Netzwerk wird hier zu Grabe getragen. Und das ist ganz einfach für mich und für alle anderen und für euch auch die falsche Vorgehensweise. Ich habe heute ein paar Artikel herausgesucht, ja, die Hexenküche der Politik, den wie soll man sagen, den Irrsinn Hexenküche, ja, der Politik beschreibt. Wie ich finde, ist das alles sehr, sehr schwer zu ertragen. Wir gehen hier aber auch so lange schon jetzt gleich rein. Hier habe ich euch mal heute mit an den Strand genommen, zwei wunderschöne Videos, Kurzvideos von einem Strand. Hier wunderschön, ich weiß nicht, wo das hier ist. Aber es ist wunderschön und wunderschön entspannt. Wasser ist sowieso immer wunderschön beruhigend. Ja, das nur mal eben ganz kurz dazu. Und da gehen wir hier auch sofort in den ersten Artikel rein. Der russische Präsident erhebt schwere Vorwürfe gegen die USA. Die Vereinigten Staaten bräuchten Konflikte, um ihre Hegemonie zu bewahren. Doch er sieht bereits eine neue Weltordnung aufziehen. USA wollen Hegemonie bewahren und heizen deshalb Feindseligkeiten in der Ukraine an. Ihr könnt das sehen, RND, das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Und dieses Redaktionsnetzwerk Deutschland, habe ich heute gelesen, steht der SPD sehr nahe. Deswegen ist es verwunderlich, hier vom 16.8., das erste ein paar Tage her, eine Woche, solche Dinge hier zu lesen. Das ist immer wichtig, auch ein bisschen zu wissen,
Wer schreibt das? Der russische Präsident Wladimir Putin hat den Vereinigten Staaten vorgeworfen, zum Schutz ihrer weltweiten Vorherrschaft die Feindseligkeiten in der Ukraine anzuheizen. In einer Rede vor den Teilnehmern einer Sicherheitskonferenz bekräftigte Putin am Dienstag, er habe Soldaten in die Ukraine geschickt, weil die US-Regierung das Land zu einem antirussischen Bollwerk gemacht habe. Sie brauchen Konflikte, um ihre Hegemonie zu bewahren, sagte Putin über die USA. Deshalb haben sie das ukrainische Volk zu Kanonenfutter gemacht. Hier möchte ich ganz kurz einmal pausieren. Ich hoffe, euch ist klar, was das hier bedeutet. Ich hoffe, euch ist das sowieso klar, was das jetzt hier schon seit Monaten bedeutet, dass wir auch Waffen darunter schicken, ja? Und dass auch die ukrainische Regierung bisher keinen Punkt gefunden hat, wo sie sagt, okay, komm, Putin, komm mal an den Tisch, lass uns reden. Was willst du haben? Die Krim willst du haben? Okay, Donetsk willst du haben? Komm, kein Problem, wir machen das ohne Krieg, ohne Tote. Schreib mal hier auf, was du haben willst, zieh mal eine Linie. Dann gucken wir mal, dann verhandeln wir nochmal und dann kriegen wir schon. Nein, es werden Waffen geschickt, seit 6 Monaten tobt dort der Tod. Und die USA und auch wir, wie unsere westliche Regierung, auch ein Olaf Scholz, macht das ukrainische Volk zu Kanonenfutter. Das muss doch wohl klar sein. Ja? Die Lage in der Ukraine zeige, dass die Vereinigten Staaten den Konflikt in die Länge ziehen wollten. Genauso handelten sie in Asien, Afrika, Lateinamerika. An der Konferenz nahmen militärische Vertreter aus den 3 Weltregionen teil. Ah, Asien, Afrika und Lateinamerika tun sich jetzt mit China und Russland zusammen. Eieiei. Eieiei. Liebe westlichen Politiker, liebe amerikanische Regierung, ich an eurer Stelle würde anfangen, den Ball ein bisschen flacher zu halten. Vielleicht sind wir ja gar nicht die Stärkeren. Ich erwähne das immer gerne mal wieder zwischendurch. Die Vereinten Nationen bestehen aus 194, 195 Staaten. Die NATO besteht aus 30. Es fällt jetzt schwer, mir erklären zu können oder mich überzeugen zu können davon, dass 30 Staaten stärker sind als die restlichen 165. Militärisch sowie wirtschaftlich kann mir keiner erklären und kann mir auch keiner beibringen. Und das ist gerade, was passiert. Russland sagt, ihr wollt nicht mit uns, kein Problem. Der Rest der Welt will mit uns zusammenarbeiten. Wir verkaufen unser Öl gerne. Wir verkaufen unser Gas gerne. Ihr in Europa wollt das nicht, kein Problem. Wir machen mit dem Rest der Welt Geschäfte. So, und hier ist nochmal eine Karte. Diese Linie, das ist jetzt vom, lass mal eben schauen, 22. August. Diese Frontlinie, die rote, ist längst nicht mehr aktuell. 22. August, das ist ja heute, ja, ich habe heute Nachmittag mir was angeschaut. Da weiß ich jetzt im Moment noch nicht, ob ich das schon sagen kann. Aber die Linie geht hier von Charkiw einmal bis zu diesem Fluss und dann hier so quer runter bis Mariupol. Ihr seht hier auch dieses Atomkraftwerk. Also hier, dieser Bereich hier oben, der ist bereits abgesichert. Ja. Gut, aber okay, das sind jetzt Kleinigkeiten. Putin zog auch Parallelen zwischen der Unterstützung der USA für die Ukraine und dem jüngsten Besuch der Vorsitzenden Nancy Pelosi in Taiwan. Beides sei Teil eines amerikanischen Versuchs, globale Instabilität zu stören. Das amerikanische Abenteuer in Taiwan war nicht nur ein Ausflug einer unverantwortlichen Politikerin, sagte der russische Präsident. Es sei Teil einer US-Strategie, die darauf abziele, die Lage zu destabilisieren und Chaos in der Region und der ganzen Welt zu schaffen. Putin sprach von einer Missachtung der Souveränität eines anderen Landes. Ja, da habe ich auch schon mal was zugesagt. Die Ära der unipolaren Weltordnung nähert sich ihrem Ende, sagte Putin. Er behauptete, westliche globalistische Eliten versuchten, die Schuld für ihr eigenes Versagen auf Russland und China abzuwälzen. Dieses Modell sei aber dem Untergang geweiht. Die Ära der unipolaren Weltordnung nähert sich ihrem Ende, fügte er hinzu. Unipolar ist klar, ne? Also eine Einzelmacht. Und genau, an der Konferenz meldete sich auch der russische Verteidigungsminister zu Wort.
Die Unterstützung der westlichen Verbündeten der Ukraine gehe über Waffenlieferungen hinaus, sagte er. Westliche Nachrichtendienste haben nicht nur Zielkoordinaten für den Abschuss von Angriffen geliefert, sondern westliche Spezialisten haben auch die Eingabe dieser Daten in Waffensysteme überwacht. Also wir werden da wahrscheinlich, wenn wir Pech haben, noch eine riesige Rechnung von den Russen kriegen. Eine riesige Rechnung werden wir bekommen. Der Minister wies Befürchtungen zurück. Russland könne in dem Konflikt nukleare chemische Waffen einsetzen. Das sei eine Lüge. Aus militärischer Sicht gibt es keine Notwendigkeit für den Einsatz von Atomwaffen in der Ukraine, um die erklärten Ziele zu erreichen. Die Hauptaufgabe der russischen Nuklearstreitkräfte ist die Abschreckung gegen einen nuklearen Angriff. Zudem habe Moskau seine Chemiewaffen im Einklang mit internationalen Verpflichtungen vollständig vernichtet. Ja, mal gucken, was das hier alles noch wird. Ob die Ukraine-Krise uns hier ein bisschen helfen wird. Was jetzt hier positiv gewesen ist die letzten Tage, das sind Nachrichten von dem FDP-Vorsitzender ist es, glaube ich, gar nicht. Nee, Bundestagsvorsitzender ist es, Wolfgang Kubicki, der hier, wenn der Artikel jetzt endlich mal sich öffnet, da ist er ja, der also sagt, Nord Stream 2 liegt in der Ostsee und ist auch bereits mit Gas befüllt, braucht im Grunde nur angeschlossen werden. Und da hat der Wolfgang Kubicki gesagt, hört mal zu, es wäre eigentlich schlau, die Forderung einiger deutscher, die von Russland angegriffene Ukraine hat Forderungen von FDP Kubicki nach einer Öffnung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 scharf kritisiert. Kann mir mal einer sagen, was jetzt die Ukraine zu Wolfgang Kubicki und dem Russlandgas zu sagen hat. Die Forderungen einiger deutscher Politiker, Nord Stream 2 für eine kurze Zeit zu starten und später zu schließen, sind völlig irrational, schrieb der ukrainische Außenminister am Freitag auf Twitter. Das ähnelt einer Drogensucht. Okay, da wisst ihr ja mit eurem Präsidenten scheinbar ganz besonders gut Bescheid, ne? Ihr habt die Nase ja auch tief im Schnee. Wenn jemand sagt, nur noch ein letztes Mal, kritisierte er, die Sucht nach russischem Gas tötet. Ja, und das schreibt hier der Tagesspiegel. Kubicki-Forderung mit Drogensucht. Das hier, ich weiß nicht, ob es jetzt das Spiel guter Bulle, böser Bulle ist. Das weiß ich jetzt nicht. Das kann man schwer beurteilen, ja. Es ist politisch sicherlich gewollt, dass man so einen Protagonisten hat, den man vorschiebt, der ein bisschen gute Stimmung macht. Und dann aber die Partei am Ende sagt, hey, pass mal auf. Aber im Grunde, ja, werden so ein bisschen Pluspunkte gesammelt damit. Ne? So schlecht ist die FDP nicht. Der Kubicki ist ganz super, hört man dann ganz schnell. Und während natürlich seine Parteikollegen und auch Lindner, die gehen, drehen komplett am Rad, ne? Wie kannst du sowas sagen? Dann steht es hier auch, Kubicki will Fracking prüfen. Das geht natürlich gar nicht klar. Ja, und Kubicki glaubt doch nicht wirklich, dass Putin Russland durch plötzlich Nord Stream 2 Gas liefern würde. Russland braucht doch nur die vorhandenen Kapazitäten zu nutzen, tut es aber aus kriegspolitischen Gründen nicht. Der Ost-West-Transmitter auf YouTube, der hat neulich darüber berichtet, beziehungsweise ein Video gebracht, wie Wladimir Putin westlichen Journalisten erklärt, was hier mit dem Gas gerade los ist. Und er macht das sehr souverän. Und die Drama-Queen, die scheinen wir hier bei uns zu sein. So wie hier geschrieben wird in den westlichen Medien, ist es ja kaum noch auszuhalten. Wie so ein schreiendes Kind, wie so ein trotziges schreiendes Kind, was seinen Willen nicht kriegt. Ne? So kommt mir auch hier die Berichterstattung vor. Und diese Presse ist im Grunde sowieso unerträglich. Ich berichte im Grunde nur darüber, weil ich es so abwegig finde. Ne? Ich bin ja nun, hab ja nun auch ein gewisses Alter und kenne ja im Grunde auch unsere Berichterstattung anders. Ja, deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, ganz merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig. Wollen wir mal gucken, haben wir das hier? Genau, hier ist nochmal derselbe Bericht im Groben nochmal. Lindner nennt Kubickis Vorschlag abwegig, Nord Stream 2 Vorschluss empört. Hier auch nochmal der Vergleich. Der ukrainische Außenminister zieht einen Vergleich zu Drogensüchtigen. Das ist auch wirklich... Die fordern hier von unserer Politik, kann mir mal einer überhaupt erklären, warum
diese Sprache hier so merkwürdig ist. Auf der einen Seite wird uns immer eingebläut, ja, wir sind die Deutschen, hallo, wir haben doch was zu sagen in Europa. Und auf der anderen Seite spricht hier die ukrainische Politik in unseren Mainstream-Medien so über unsere Politiker. Also das ist ein völliges Durcheinander, überhaupt nicht mehr nachzuvollziehen. Und hier brauchen wir auch gar nicht reingehen. Hier sind die verschiedenen Kommentare. Kopicki macht sich zum Handlanger Putins. Ja, genau. Das sind ja die Worte, die wir hier seit Ewigkeiten kennen. Ja, das ist Nord Stream 2 im Übrigen und liegt hier schon fast vor dem Anschluss. Wie gesagt, ist fertig, kann angeschlossen werden. Auch merkwürdig, dass kurz bevor diese Nord Stream 2 Pipeline angeschlossen werden kann, wird plötzlich nochmal darüber diskutiert, ob man das überhaupt machen sollte oder nicht. Finde ich merkwürdig. Da hat der USA-Partner so kurz bevor es losgeht, nochmal so richtig in den Sack gehauen, damit das hier nicht weitergeht. Ne? Weil die wollen natürlich ihr Fracking-Gas verkaufen, die Amis, ne? Ihr Flüssiggas. Und das gewinnen die durch Fracking. Und jetzt ist natürlich der nächste Artikel, das ist einfach, pass auf, das ist der Wahnsinn, ja. Umfrage zu Kubicki-Vorstoß. Also. Kubicki, das habe ich schon gesagt, ist der stellvertretende, oder wie sagt man das hier, Bundestagspräsident oder was? Ne? Also ein hohes Tier. Ne? Tut mir leid, wenn ich das jetzt nicht alles im Kopf habe und auch nicht alles vorher recherchiere. Auf alle Fälle ist ja nun er nun nicht irgendjemand. Und da kommt also die Presse hier und sagt, oh, wir haben hier eine Umfrage gestartet. Die Mehrheit ist gegen Öffnung von Nord Stream 2. Und also diesen Artikel können Sie im Grunde auch lassen, weil du schon weißt, ja, es ist immer so. Ja, es ist immer so. Und das Tolle ist daran, eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL NTV. Weil das ist ja hier NTV, wie ihr sehen könnt, das ist das gleiche wie RTL. Ja? Und jetzt haltet euch fest. Hier wird alles, die Fürsprecher einer Inbetriebnahme finden sich unter den Anhängern der AfD. 93%, 93% aller AfD-Anhänger finden es gut. Die wenigsten bei den Grünen, 13%, bei der SPD immerhin 28, ein Drittel. Unionswähler votieren zu 35, ah, okay. Und FDP-Wähler sogar zu 38, das ist ja interessant. So, für die Umfrage wurden am 19. August 1000 Personen befragt. Die Fehlertoleranz liegt bei 3%. Also, ich sag's nochmal, der Bundestagsvize oder Vorsitzende oder Vizevorsitzende Wolfgang Kubicki schlägt vor, diese wahnsinnig teure, milliardenschwere Pipeline, die hier vor der Ostseeküste liegt, in einer Situation, wo Russland gerade mit Tausenden von Panzern die Ukraine überrollt, schlägt er also vor, Leute, lass uns doch mal den Gedanken fassen, vielleicht ist es doch besser kurzfristig, das anzuschließen, damit wir hier im Winter keine Gefahr laufen, dass wir frieren. Und RTL sagt, Moment mal, da fragen wir erstmal die deutsche Bevölkerung. Und dann fragen sie hier 1000 Leute. 1000. Und das sind sicherlich nicht irgendwelche 1000, sondern das sind sicherlich feste 1000, die sie immer fragen. Ja? Ich habe mal als freier Autor in so einem Clickworker-Portal gearbeitet. Das nennt sich sogar Clickworker. Da, ja, da kannst du halt Texte schreiben, aber auch an Umfragen teilnehmen. Und da wird sowas auch gemacht. Ja. Also 1000 Leute haben die hier gefragt. Ich glaube nicht, dass sie in irgendwelche Fußgängerzonen gegangen sind. Stellt euch einfach mal eine Fußgängerzone vor. Keine Ahnung, auf dem Samstag ist ein bisschen mehr los. Wie viele Leute kriegst du da? Vielleicht 50? Vielleicht 100? Dann brauchst du aber 10 Städte, um so eine Umfrage auch wirklich in kurzem Zeitraum zu kriegen. Also hast du wahrscheinlich irgendwo 1000 Leute, die immer befragt werden, wenn irgendwelche Umfragen sind. Das heißt, das sind wahrscheinlich sogar auch noch RTL und NTV-Fans. Ja, und mit diesen Nachrichten überschütten die uns hier und glauben, wir schlucken das hier alles so. Ne? Und dann steht hier breite Ablehnung für Kubickis Vorstoß. Also wenn ich mir hier die Umfragen anschaue, die FDP hat hier von allen Parteien die höchste Zustimmung. Naja gut, außer die AfD natürlich mit 93, aber der Rest verschwindet hier in der Versenkung. Da kann mir doch keiner erzählen, dass es eine breite Ablehnung gibt, wenn 40% der FDP-Wähler sagen, finden wir super, und fast 100% der AfD-Wähler sagen, finden wir super.
wo ist denn das jetzt eine breite Ablehnung? Ja, und das ist es nämlich, liebe Leute, wenn ihr das hier lest und einfach nicht mehr wach seid und überhaupt nicht wach seid, dann glaubt ihr das, breite Ablehnung, ja, natürlich, obwohl ihr gerade diese Zahlen gelesen habt und gerade das hier mit den 1000 Leuten. Wenn ihr da nicht drüber stolpert, seid ihr selber schuld, wenn man euch gefügig macht und mit einer Bratwurst lockt. Das sind meine Worte. So, und das, ja, da habe ich zuerst gedacht, ah, okay, das hier sind Aktivistinnen. Ich muss jetzt mal gucken, ob ich nicht vielleicht die beiden Mädels hier irgendwie, Sekunde, weil YouTube ja so ein kleines Problem hat mit Nippel. So, ich habe zuerst gedacht, das hier sind zwei Frauen. Es gab hier einen Tag am Bundeskanzleramt und das war die Selfie-Stunde. Musst du dir vorstellen, stellt er sich hin und dürfen Selfies machen. Puh, naja, gut, meine Güte, okay. Das ist ja wie bei Kim Kardashian. Ist ja auch egal, man muss sich ja auch nicht über alles aufreden. Zuerst, auf alle Fälle habe ich gedacht, das sind Aktivistinnen, die also wollen, dass das die Gasleitung aufgemacht werden. Ja, und dann habe ich hier heute dieses bisher nur das Foto gesehen und lese also, auf ihren Körpern steht der Slogan Gasembargo now. Journalisten von RTL schon wieder berichten, dass die Frauen dann auch Gasembargo jetzt brüllten. Okay. So, also wenn ich mir das Lächeln anschaue von dem Bundeskanzler, der ganz entspannt plötzlich wirkt. Tja. Und dann hier auch, kein großes Brimborium, die werden nicht schlimm angefasst. Hier sieht man noch jemanden, der ein Handyfoto macht, also sie stehen alle parat. Ja, die Frage ist das vielleicht gemacht? Ist das eine geplante Aktion? Ja, vielleicht ist das, was weiß ich, vielleicht sind das die irgendwelche Aktivisten, die auf ukrainischer Seite sind. Und das hier für diesen Tag im Sommer ist doch ganz nett, wenn die sich ausziehen, würde ja passen und jede Zeitung würde auch darüber schreiben. Das ist so ein bisschen das, ne? Es wirkt ein bisschen unecht. Ja, guck mal hier, nämlich er steht da, als würde man ihm gesagt haben, du, und gleich passiert was. Nicht wundern, wir sind da, brauchst keine Angst haben. Da sind so ein paar Aktivistinnen, die wollen mal ein bisschen, die tun dir aber nichts. Wir sind ja auch da, das sind Frauen. Und sagt Olaf, na, da bin ich ja mal gespannt, was habt ihr euch denn Schönes einfallen lassen? Yeah, das ist eine Überraschung, da freuen wir uns. Ja, und dann kommen die beiden und dann sitzt er da und denkt sich, ach, guck mal hier, das haben die gemeint. Und dann kommen hier die Bodyguards, hätte ich fast gesagt, die vom Sicherheitsdienst, na, wie heißen sie denn? Ja, oder fasst sie auch merkwürdig an, er guckt sie gar nicht an, schau, ja. Er guckt mit seiner Brille hier vorne auf den Boden. Komisch, komisch, komisch. Irgendwie sieht das komisch aus, sage ich euch ganz ehrlich. Gut, okay, wir kommen zum nächsten Thema. Das ist auch wieder so ein Irrsinnsding. Ich mache nochmal eben meinen Blocker weg hier. Das ist der Vizepräsident. Ja, wird wohl nächster russischer Präsident. Der Vize des russischen Sicherheitsrates beim Truppenbesuch. Sieht ziemlich professionell aus, wie ich finde. Ich habe neulich so zwei ältere Herren vorm Penny belauscht. Das heißt belauscht nicht, aber die haben sich, im ersten Moment habe ich gedacht, sie zanken sich, aber dann haben sie einfach nur laut diskutiert und da merkte ich, oh mein Gott, wie aufgeladen die Situation bei den Leuten ist. Es braucht wirklich nur ein Funken und schon explodieren die Menschen und die beiden halt auch. Also die waren locker 80, die beiden, und schrien sich gegenseitig an, aber eben im Guten, sie waren auf einer Seite. Ja, sie waren so erbost und so empört. Und der Russe, das ist ja ein armes Volk. Was wollen die alle hier, wurde gesagt, ja. Ja, und das ist leider, glaube ich, auch insgesamt ein Trugschluss, was wirklich viel verbreitet ist, weit verbreitet ist. Das sind auch so Bilder aus den 70er, 80er Jahren, 90er, ja, der arme Russe. Aber ich schwöre, der ist mit riesigen Schritten an uns vorbeimarschiert und wir haben es nicht gemerkt. Der ist auch in riesigen Schritten an den USA vorbeimarschiert und die haben es nicht gemerkt. Ich meine, die haben sich geschickt 20 Jahre lang einfach im Hintergrund gehalten und haben im Grunde auf ihren Moment gewartet. Ich kann das alles wirklich sehr, sehr gut nachempfinden. Und die gesamte Berichterstattung der Russen empfinde ich nicht hetzerisch und auch nicht denunzierend. Das im Gegenteil.
Es wird immer mit dem Finger auf westliche Politik gezeigt und gesagt, guck mal hier, was die Regierung schon wieder machen und, und. Ja, und ich habe auch mal eine Rede gehört, wo der Putin gesagt hat, wir wissen sehr wohl, dass die deutsche Bevölkerung also nicht zu 100% dem zustimmt, was die Regierung vornimmt, ja, wie die Regierung sich benimmt und bewegt, ja. Und deswegen glaube ich, wird der Putin vielleicht auch sagen, ich kann die in Europa nicht frieren lassen im Winter. Der Politik täte es vielleicht ganz gut, mal einen auf den Deckel zu kriegen, aber die Leute selber kann ich nicht frieren lassen. Ich glaube, es kann sein, ich bin natürlich kein Russland-Experte, aber von dem, was ich so gehört habe, könnte ich mir vorstellen, dass der dann Mitleid mit uns als Bevölkerung hat. Will sagen, dieser Politiker, der hier tausende von Kilometern von uns entfernt ist, der steht mehr auf unserer Seite als der Rest unserer gewählten Elite. Also, Medvedevs Wahlempfehlung löst Empörung aus. Na, was da wohl wieder los ist. So. Nun erklärt Putin Vasall Medvedev den Italienern auf Telegram, wie sie wählen sollen. Maßstab für seine Empfehlung ist, was Moskau sich wünscht. In Rom löst der Aufruf Empörung aus. Äußerungen des russischen Ex-Präsidenten Dmitri Medvedev, wonach die Wähler in Europa ihre dummen Regierungen bestrafen sollten, haben kurz vor Parlamentswahl in Italien eine Debatte um mögliche Wahlbeeinflussung durch Moskau ausgelöst. Russische Einmischung, titelte die Tageszeitung, ähnlich lautete die Schlagzeile in einer anderen Zeitung, Russland stört die Wahlen in Italien. Muss man sich vorstellen. In einem langen Beitrag im Online-Dienst Telegram hatte Medvedev am Donnerstag geschrieben, Russland wünsche sich nicht nur, jetzt haltet euch jetzt fest. Das würde ich mir so auch mal von meinen Politikern wünschen, ja. Also jemand, der sich auf die Seite des Volkes schlägt. Russland wünsche sich nicht nur, dass die europäischen Bürger sich gegen das Handeln ihrer Regierungen auflehnen, sondern sie auch zur Verantwortung ziehen und sie für ihre offensichtliche Dummheit bestrafen. Handelt also, europäische Nachbarn, bleibt nicht stumm, verlangt Rechenschaft. Applaus, Applaus, Applaus. Das ist das, was ich dazu nur sagen kann. Ich lese das gerne nochmal vor. Russland wünsche sich nicht nur, dass die europäischen Bürger sich gegen das Handeln ihrer Regierungen auflehnen, sondern sie auch zur Verantwortung ziehen und sie für ihre offensichtliche Dummheit bestrafen. Handelt also, europäische Nachbarn, bleibt nicht stumm, verlangt Rechenschaft. Die russische Regierung spricht zu den europäischen Bürgern vorbei an deren Regierungen. Was ist denn hier los? Versteht ihr das? Was ist denn hier bloß los? Und so ähnlich habe ich das von Wladimir Putin schon mal gehört in einer Ansage, kurz bevor sie in die Ukraine eingefallen sind, wo du mit den Ohren schlackerst und denkst so, mein Gott, was ist denn los? Wieso kann es denn sein, dass da so viel, okay, das ist alles auch politische und auch Kriegspropaganda, okay. Aber ich meine, also lest euch das hier mal durch. Wissen die mehr als wir? Ja, wahrscheinlich. Naja, wer regelmäßig RT.de schaut über den Tor-Browser, der weiß, dass die Russen viel mehr wissen, als bei uns in der Presse gezeigt wird. Ja, und dann kommt natürlich der italienische Außenminister Luigi Di Maio. Ah, Einmischung Russland in Wahlen in Italien. Oh mein Gott, nein. Der Ex-Regierungschef und zweiter Mann im Staat sagt einfach nur, was der Rest der europäischen Bevölkerung sich denkt. Euch zur Rechenschaft zu ziehen, zur juristischen Rechenschaft zu ziehen. Das ist keine Wahlbeeinflussung. Das ist Realität. So, und jetzt geht's hier weiter, es geht hier weiter, es geht hier weiter. Wer glaubt, wir sind hier fertig? Hier geht es weiter. Bulldozer mit Tarnkappe, wir schauen mal. Australien, 16. August ist dieser Artikel geschrieben worden. Das ist der Ex-Premier Scott Morrison. Der ist ja mittlerweile abgewählt, beziehungsweise es gab Wahlen in Australien. Es gibt da jetzt jemand anderen. Das steht hier bestimmt auch irgendwo gleich. Auf alle Fälle ist das der Ex-Premier.
Primet ließ sich in der Pandemie zum Zweitchef von 5 Ministerien ernennen. So heimlich, dass selbst die Minister nichts erfuhren. Sein Nachfolger spricht von einem beispiellosen Verdreschen der Demokratie. Wir erinnern uns, Australien hat eine Behandlungsquote von weit über 90%. Australien hat den längsten Lockdown der Welt gehabt. Und in Australien patrouillierte sogar das Militär auf den Straßen. Was gibt es noch zu sagen? Was wissen wir noch über Australien? Genau, das ist so ein bisschen das, was ich noch in Erinnerung habe. Minister zu sein ist eigentlich ein öffentliches Amt. In fast allen Staaten der Welt wissen die politisch interessierte Öffentlichkeit, die Abgeordneten des Parlaments, bla 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 bla. Also, hier steht's jetzt. So, ups. Die überraschten Australier nämlich mussten nun feststellen, dass sie in ihrem Land unter dem im Mai abgewählten Premierminister Scott Morrison, dass es nicht so war, dass man gewählt wird. Manche Ressorts wurden insgeheim nicht nur von den Ministern geleitet, die dafür am Kabinettstisch saßen. In 5 wichtigen Ministerien wurde in Morrisons Amtszeit neben dem eigentlichen Ressortchef per offiziellem, aber höchst geheim gehaltenem Akt ein zweiter Minister bestallt, was auch immer das bedeutet. Das teilte der neue Premier Anthony Albanese seinen verblüfften Landsleuten am Dienstag mit und bestätigt damit Medienberichte. Der Name des zusätzlich vereidigten Zweitministers war für alle 5 Häuser derselbe: Scott Morrison. Niemand geringerer als der Premier selbst hatte sich von Generalgouverneur David Hurley in diese 5 Ministerämter einschwören lassen, und zwar so verdeckt, dass 4 der 5 eigentlich zuständigen Minister erst jetzt aus den Zeitungen erfuhren, dass sie einen Mitregenten im Haus hatten. Nach Enthüllung ist die Empörung groß, beispielloses Verdreschen der Demokratie. Morrisons Vorgänger kritisiert einen schweren Mangel an Respekt und Verständnis für demokratisches Regierungshandeln. Obwohl er anders als der Labourman Albanese zum gleichen politischen Lager wie Morrison zählt. Auch sonst erhoben sich in der Liberalen Partei zahlreiche Stimmen, die den Ex-Premier aufforderten, den ihm nach der Wahlniederlage verbliebenen Sitz auf den Hinterbänken des Parlaments aufzugeben. So, geht's noch weiter? Das ist nämlich der interessantere Teil. Alles nur für den Corona-Notfall. Es waren außergewöhnliche Zeiten und sie erforderten außergewöhnliche Maßnahmen, rechtfertigt Morrison sich. Bei Facebook, oh Gott, wie peinlich. Oh Gott, wie peinlich. Seine präventive Übernahme der Ministerkompetenzen sei eine im Notfall Scheibe einschlagen Sicherung gewesen. Ja, natürlich. Ja, hier, Virus, Ansteckungsgefahr, das Parlament, Computerschaltung, ja, genau. Nee. Deswegen hat nämlich auch das Militär in Australien auf den Straßen patrouilliert. Deswegen kennen wir auch diese schrecklichen Videos, wo Menschen von zu Hause mitgenommen werden, weil sie nicht behandelt wurden. Ja, das haben wir alles schon gesehen. Das ist alles schon über ein Jahr her, aber wir haben das gesehen. So, und ich will hier auch gar nicht weiter reingehen. Am Ende kommt heraus, dass die Politiker sich weltweit, die machen einfach, was sie wollen. Und hinterher sitzen sie hier sogar noch auf der Hinterbank des Parlaments. Keine juristische Verfolgung, nichts, einfach nur Vollgas. Ne? Volldampf. Genau wie bei uns auch. Und auch ein Lauterbach, der hat sich hier klar keine Ämter erschlichen, keineswegs. Das will ich hier damit nicht sagen. Aber wie der sich geäußert hat in der Vergangenheit, das ist juristisch auf alle Fälle relevant. Und nicht nur juristisch, sondern hier äußern sich jetzt auch ganz frisch, ganz neu Wissenschaftler aus dem Ausland. Dieser Artikel ist vom 17.8., könnt ihr erkennen, Fokus, also alles relativ frisch. Medizinstatistiker üben heftige Kritik. Lauterbachs Aussagen können fundamental nicht stimmen. Seit der Pandemie postet Lauterbach munter Studie für Studie. Nicht selten werden seine Interpretation dazu zitiert und als Fakten angesehen. Ja, die Leute glauben ihm halt, weil er ist halt Gesundheitsminister.
Ja, und das ist eben auch eine fehlende Verantwortung. Du kannst nicht alles sagen. Ne? Das wird sogar diesen Montana Blacks, diesen ganzen YouTubern, wird das sogar vorgeworfen, dass sie einfach sagen, was sie wollen. Und da wird gesagt, Leute, ihr habt auch 11-Jährige, 12-Jährige und die glauben euch alles, was ihr sagt. Ihr habt auch Verantwortung für eure Zuschauer. Sogar diesen ganzen Influencern wird das schon anheimgetragen. Denen wird schon gesagt, haltet euch mal ein bisschen zurück, während ein Minister ja einfach macht, was er will. So, werden wir mal eben sehen. Genau, Twitter, mit diesen Worten beschreibt Karl Lauterbach sich selbst in seinem Twitter-Profil. Der Bundesgesundheitsminister, der hier selbst und privat tweetet. So ganz privat ist allerdings nicht, was er dort von sich gibt, denn in seiner Position als Gesundheitsminister hat er durchaus Verantwortung, auch für alles, was er selbst und privat auf seinem Profil in der ganzen Welt teilt. Ganz, ganz genau. Postet Karl Lauterbach als Bundestagsabgeordneter neue Studien auf seinem Profil, dann sollten diese fundiert sein. Und das bedeutet auch, wenn er diese selbst gar nicht richtig gelesen hat, dann sollte er sie vielleicht gar nicht erst posten. Vor allem aber bedeutet das, wenn die Studie weder fundiert ist, noch richtig gelesen wurde, dann sollte er daraus keine für ganz Deutschland geltenden Maßnahmen ableiten. Ja? Und das ist auch so eine Sache. Studien gibt es zuhauf. Ja, auch wir Freidenker, wir haben unendlich hunderte von Studien. Es passiert einfach nichts, weil sie nichts bedeuten. Ja, du kannst eine Studie in Auftrag geben. Also insofern bedeutet es am Ende nichts. Ne? Genau, wenn er sie noch nicht mal selbst richtig gelesen hat. Ne? Ähnlich wie mit seiner App. Ne? Wenn er seine App nicht benutzt, weil seine vierte Behandlung gar nicht auf der App ist, warum sitzt er in der Pressekonferenz und hält uns seinen QR-Code in die Kameras? Der will uns was verkaufen, was er nicht mal selber zu sich nimmt. Ja? So, genau. Und hier geht's jetzt eben los. Das macht mich sprachlos, sagt etwa Medizinstatistiker Gerd Anthes zu Focus Online mit Bezug auf einen Twitter-Post von vor gut 2 Wochen. Was er meint: Dass Lauterbach hier eine neue Untersuchung als eine neue amerikanische Megastudie, die über 1700 Studien ausgewertet, anpreist. In Wahrheit lediglich 13 Studien eingeflossen sind. Um das herauszufinden, genügt tatsächlich ein Klick und ein Blick in die Studie. Bereits im Abstract der Einführung wissenschaftlicher Arbeiten heißt es nämlich, die anfängliche Überprüfung ergab 1700 Studien, die von 3 Mitgliedern des Studienteams überprüft wurden. Es wurde festgestellt, dass 61 Volltextstudien die Kritiken erfüllten und 13 Studien lieferten Daten, die in der Endanalyse verwendet wurden. Also, was ich damit sagen will und warum ich das hier bringe, ganz einfach, sie machen alle, was sie wollen. Aber die Kritik kommt eben hier auch aus dem Ausland. Ich weiß nicht, ob jetzt hier noch ein zweites Beispiel steht, aber ich habe zum Beispiel auch neulich, ah ja, hier ist er ja schon. Auch internationale Experten kritisieren Lauterbach. Und die Sache wird noch peinlicher. Ne? Auch das ist interessant. Focus schreibt, die Sache wird noch peinlicher. Na, warum werden denn plötzlich die Protagonisten abgesägt? Ich verstehe es nicht. Aber gut. Denn auch internationalen Experten ist mittlerweile aufgefallen, dass Lauterbachs neue Studienkenntnisse eher von einem kurzen Überflieger als einem gründlichen Studieren stammen. Ziemlich erstaunlich, dass Deutschlands Bundesgesundheitsminister nicht sehen kann, dass diese Preprint-Studie offensichtlicher Müll ist, schrieb etwa der irische Epidemiologe Darren Daly auf Twitter. Er arbeitet als leitender Statistiker einer klinischen Forschungseinrichtung der Universität Cork. Auch er betont, dass es sich nicht um Kritik an Maßnahmen oder der Maskenpflicht selbst handelte. Ja, natürlich. Natürlich. Hier der nächste. Alasdair Munro, Forscher für Kinderinfektionskranken am britischen Unikrankenhaus Hampton, schreibt zur Lauterbach Studie: Ich bete, dass er sich einfach nicht die Mühe gemacht hat, sie zu lesen, bevor er dafür geworben hat. Dies sei noch die am wenigsten besorgniserregendste Erklärung. Ja, es ist einfach nur noch peinlich, ja? Statistiker Lauterbach sollte sich nicht ungefiltert äußern, sagen hier, Statistiker, geht's hier noch weiter? Nee. Ja, das war im Grunde der Artikel zum Lauterbach. Und ob es eben die Ukraine ist, ob das eben Australien ist, ob es Wirecard-Skandal ist, ob es Cum-Ex ist. Und ob es der hier ist, es ist im Grunde überall das Gleiche. Und der letzte Artikel jetzt in diesem Video, das ist so ein bisschen, da werden wir nicht weit reingehen. Der Druck wächst, aber RBB-Chefs tauchen ab.
Das kennt ihr hier, ne? Der Skandal im Funkhaus RBB. So, wir sind eins war das Motto der neuen ARD-Sender. Seit dem Wochenende heißt es 8 gegen 1. Alle anderen Anstalten sprachen der RBB-Spitze ihr Misstrauen aus. Auch die Redakteure fordern den Rücktritt ihrer Chefs, doch die sind abgetaucht. Vor den Augen der Öffentlichkeit implodiert der RBB nach Verwaltungsratschef Wolf und Intendantin Schlesinger trat auf von Kirchbach zurück. Es besteht die Gefahr, dass sich die Strukturen des RBB anfangen aufzulösen, so ARD-Chef Tom Buro. So, und das ist also hier wunderbar. Wir sind der Überzeugung, dass es mit dieser Geschäftsleitung immer unruhiger wird. Kommt dann noch so ein schöner Satz dazu. Genau, hier. Die Geschäftsleitung genießt kein Vertrauen mehr. Das möchte ich ganz gerne nach Berlin geben. Wir als deutsche Bevölkerung sagen, unsere Geschäftsleitung genießt kein Vertrauen mehr. Das ist im Grunde das, was ich aus diesem Artikel hier, diesen Satz, den fand ich so schön. Im Moment zerfällt alles. Und es ist auch an uns einfach zu sagen, diese Geschäftsleitung genießt kein Vertrauen mehr. Unser Vertrauen genießt die Geschäftsleitung, die Regierung, ne? Kein Vertrauen mehr. Ja, liebe Leute, unsere Regierung genießt unser Vertrauen nicht mehr. Jetzt sind tatsächlich schon 52 Minuten ins Land gegangen, meine Güte. Wie ich mich aber auch immer echauffieren kann über etwas. Ich sitze dann hier und stelle meine Artikel zusammen und denke dann beim Zusammenstellen so, ja, es ist alles ganz schön ätzend und es ist tatsächlich auch, sind alles Themen zum Aufregen. Aber ich merke immer, während ich hier spreche selber, merke ich, wie ich da eintauche und wie mir auch andere Beispiele einfallen. Und dann merke ich eigentlich, warum ich diese Artikel rausgesucht habe. Ja, das ist das Schöne, dass man so viele Sachen, dass ich so viele Sachen aus dem Bauch heraus mache. Ich brauche vorher nicht lange nachdenken. Ich schreibe ja auch keine Texte und ich brauche vorher nicht lange nachdenken, weil es kommt dann aus dem Bauch heraus und ist deswegen auch entsprechend emotional. Manchmal auch ein bisschen daneben vielleicht und manchmal verspreche ich mich auch und fange an zu stottern. Das liegt aber daran, dass eben nichts vorbereitet ist und ich das eben frei spreche. Ich wollte euch vorhin schon noch was zeigen. Das holen wir jetzt nochmal eben nach. Hier in der Dia-Show habe ich noch ein paar schöne Sprüche gefunden. Dieser Spruch ist von George Orwell. George Orwell hat den Klassiker 1984 geschrieben, der eine Gesellschaft beschreibt in einer Dystopie, ja, die eben ja ähnlich wie heutzutage lebt. Ähnlich wie bei dem Film V wie Vendetta. Hier heißt es, a people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims, but accomplices. Also Menschen, die korrupte Politiker wählen, Unterdrücker, Diebe und Unterdrücker, Diebe und was weiß ich, weiß jetzt nicht, was Traitor heißt oder Imposters. Ich glaube, Unterdrücker, das sind also Menschen, die diese Menschen wählen, sind keine Opfer, sondern Komplizen. Finde ich auch einen schönen Spruch. Ob sich ein Weg lohnt, erkennst du erst, wenn du losgegangen bist. Ob eine Sache gelingt, erfährst du nicht, wenn du darüber nachdenkst, sondern wenn du es ausprobierst. Man sollte nicht an dem zweifeln, was man tut, sondern darüber nachdenken, was man will. Ohne Angst vor dem, was daraus werden könnte. Nichts muss so sein, nur weil es immer so gewesen ist. Diesen Spruch fand ich so schön, weil er ein bisschen unsere jetzige Situation oder die Situation von vielen Menschen beschreibt, die schon mit dem Gedanken gespielt haben, was mache ich eigentlich? Ich hasse meinen Job. Überall hört man, die Leute wollen nicht mehr, die Leute haben keine Lust mehr, sie machen nur noch das, worauf sie Lust haben. Soll ich das auch mal machen? Und wenn du dann irgendwie unterwegs bist, dieses Video schaust und am Ende meines Videos diesen Satz zu lesen kriegst,
dann hoffe ich, dass der dir vielleicht den letzten Kick gibt, einfach das zu machen, was du willst. Ja, wir haben zum Glück hier keinen Krieg mit Bomben und was weiß ich was. Wir können hier zum Glück immer noch machen, was wir wollen. Wir haben auch ein soziales System, was uns kurzzeitig auffangen kann. Wer das längerfristig probieren möchte, kann das gerne probieren. Es gibt auch Menschen, die längerfristig einfach in einer Situation hängen, die arbeitslos sind oder Hartz IV beziehen müssen. Es ist nicht mehr wie in den 80er Jahren, dass man mit dem auf den Arbeitslosen zeigen konnte und sagen konnte, der hat keine Lust zu arbeiten. Heute sind auch Architekten arbeitslos. Das war seinerzeit nicht so. Und wir haben hier einen riesigen Laden, Marktkauf. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. So ähnlich wie Kaufland, ne? Eine riesige Halle. So gibt es auch mehrfach in Deutschland. Da sind plötzlich seit ein paar Tagen nur noch drei Kassen von 13 besetzt. Die Leute stehen bis zum Fleisch. Die Fleischtheke ist ganz hinten. Am Ende des Ladens, so ungefähr, ja. Natürlich nicht so lange, so weit stehen die Leute nicht, aber plötzlich fällt dir auf, wo ist denn euer Personal? Und überall, alle 20 Meter, siehst du so ein aufgestelltes Schild. Boah, wir suchen Leute, ganz dringend, wir suchen Leute, wir suchen Leute. Gastronomie. Ja, ich habe hier so verschiedene Jobgruppen. Die Leute suchen gastronomische Helfer ohne Ende. Noch schlimmer, Pflegedienste. Ich habe neulich einen Pflegedienst gesehen, die geben dir 1.000 Euro, wenn du als ausgebildete Pflegekraft die Firma wechselst. Nach 6 Monaten Tätigkeit kriegst du 1.000 Euro ausbezahlt. Da wird gelockt mit Firmenauto, ne? Also diese kleinen Smarts oder was die dann haben, damit man eben rumfahren kann zu den Patienten oder Klienten, wie nennt man das, ja? Also wirklich, da ist im Moment wirklich irre, ja. Ja, und dann muss man mal schauen, ob die Leute wieder in ihre Jobs zurückkommen. Wenn ich das so sehe da bei diesem Marktkauf. Die arbeiten ja auch mit Schülern, mit Aushilfskräften. Und wenn dann tatsächlich keine Aushilfskräfte da sind, dann stellt man sich natürlich die Frage, früher hatten die jungen Leute, die Schüler in den Ferien hatten immer Lust dazu. Wo sind die? Haben die keinen Bock mehr? Nee. Vielleicht haben die auch einfach keinen Bock mehr, etwa einem Ding zu folgen, wo es dann immer nur heißt, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen, Geld verdienen. Die junge Generation sagt sich, die guckt sich ihren Vater an, die guckt sich ihre Mutter an, beide haben zwei Jobs, die sind nie für die Kinder da und die Kinder denken sich dann irgendwann, was, das ist die Zukunft, die mich erwartet, wenn ich hier mit 16 Stunden in meinen Sommerferien hier bei Marco von der Kasse arbeite, habt ihr eigentlich ein Rad ab? Und das kann ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gut verstehen. Wirklich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese junge Generation, die tun mir unheimlich leid. Die sind da wirklich, ja. Die werden da wirklich zerrissen gerade. Und hier nochmal zum Thema Ukraine, das wollte ich nochmal bringen. Dies wollte ich vorhin zeigen. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums habe die Ukraine seit dem Beginn der Sonderoperation am 24. Februar insgesamt 267 Flugzeuge, 148 Hubschrauber, 1785 Drohnen, 367 Flugabwehrraketenkomplexe, 4.359 Panzer und andere Panzerfahrzeuge, 810 Mehrfachraketenwerfer, 3.323 Geschütze und Mörser verloren. Da wird es bestimmt ja eine super Sache sein, wenn jetzt die 14 Raketenbataillone da aus den USA geliefert werden und auch die 7 Mörsergeschütze aus Deutschland, wenn die auch geliefert werden. Das kehrt in der Ukraine alles um, da bin ich mir sicher. Und dann haben wir da bald Frieden. Frieden, so schön wie dieser wunderschöne Schmetterling auf der Butterblume. Ja, liebe Leute, liebe Leute. Ja, ein bisschen heute, sonst habe ich immer einen roten Faden, der sich wirklich klar durchzieht. Heute ist es wieder mal so ein bisschen, ja, wie soll man sagen? Der Blick in die Hexenküche. Du machst so die Tür auf, guckst so rein und denkst dir, oh mein Gott, und schließt die Tür am besten gleich wieder, weil es einfach nicht mehr zu ertragen ist. Jetzt habe ich euch eine Stunde lang vollgesabbelt. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere mitnehmen aus meinen Vorträgen oder aus meinen Inspirationen hier, Quatsch, aus den Artikeln euch inspirieren lassen. Nochmal mein Appell jetzt hier am Ende. Verteilt so viel ihr könnt, schneidet aus so viel ihr könnt. Nochmal mein Hinweis auf das Scheren-Symbol unter dem Video. Das ist eine neue Funktion, habe ich selbst schon getestet. Mega,
Macht das gerne auch und verteilt an Freunde, an Bekannte, an Familien. Gründet. Ich sehe hier so viele Leute, die mir immer Tipps geben, was ich mir anschauen soll, wo ich eventuell auch Quellen für meine Videos. Ist auch super. Wenn es aber zu viel wird, komme ich ja selbst nicht mehr hinterher. Na, ich habe natürlich meine eigene Gangart. Ich bin froh über Inspiration. Aber mein Tipp an euch ist echt, macht auch einen eigenen YouTube-Kanal. Googelt das Programm OBS, besorgt euch ein Headset und dann könnt ihr einen eigenen YouTube-Kanal machen. Ja, wer da wissen will, wie das genau funktioniert, kann mir mal eine E-Mail schreiben. Meine E-Mail findet ihr hier unter der Kanalinfo. Was gibt's noch zu sagen? Leute, für eure Aufmerksamkeit bedanke ich mich grundsätzlich für heute und auch für die gesamte Vergangenheit. Ihr habt diesen Kanal jetzt so groß gemacht. Wir sind ein kleiner Kanal, ja, ein verschwindend kleiner Kanal. Insgesamt für andere YouTuber im Vergleich zu anderen YouTubern. Ich weiß auch, ja, ich habe hier auch einige Strikes gehabt. Ich habe vor der Bundestagswahl Strikes gehabt. Man hat mir hier, ich weiß gar nicht, wie viele Videos von YouTube gelöscht wurden, weil sie irgendwelchen Statuten nicht entsprechen. So, das ist deren Spielregeln, meinetwegen. Und das hat diesen Kanal auch gebremst. Also, das merkt man schon, dass hier also nicht so viel passiert, wie man eigentlich denken könnte. Aber ich bin da gar nicht unglücklich. Wir machen hier natürlich weiter. Ich lasse mich davon überhaupt nicht ins Boxhorn jagen. Wir machen hier natürlich weiter. Und deswegen mein Appell, teilt. Teilt in alle Richtungen. Wir wollen auch die Behandelten hier willkommen heißen. Ja, ich habe es eingangs schon erwähnt, dass jeder hier willkommen ist. Lasst doch bitte auch ein Like da und schreibt gerne einen Kommentar. Natürlich, ich lese die sehr gerne. Ich kann nicht immer alle beantworten, aber ich lese wirklich jeden Kommentar, weil das auch wichtig für mich ist. Ich hau nicht nur raus, weil für mich gibt es nicht nur einen Weg, den Weg raus zu euch, sondern ich will auch den Weg zurück. Also euer Feedback muss ich auch mitbekommen, sonst ergibt so ein Kanal für mich hier keinen Sinn. Ne? Genau, und lasst vor allen Dingen auch ein Abo da, damit ihr auch in der Zukunft nichts mehr verpasst. Denn was die Zukunft bringt, das weiß keiner so genau. Eins weiß ich aber sicher. Wir sehen uns auf diesem Kanal auf alle Fälle wieder.